Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Ich möchte Ihnen mit dem jetzigen Video zeigen, wie Sie Unicorn in Ihrem alltäglichen Gebrauch einsetzen können und wie Sie damit die Möglichkeit haben, sich so ein bisschen die Online-Arbeit oder Nutzung zu vereinfachen. Okay, starten wir direkt. Ich starte meinen Browser. Und nun sehen Sie als erstes, ich bin direkt eingeloggt in Perfect Internet, meiner Startseite, die ich also hier in meinem Browser festgelegt habe. Im Moment ist das noch der Chrome-Browser. In Zukunft wird das natürlich unser hauseigener Pernem-Browser sein, der sich durch eine erhöhte Privatsphäre und Sicherheit auszeichnet, insbesondere dahingehend, dass keine Daten abgegriffen werden und gespeichert werden, um irgendwelche anonymisierten Profile anzulegen und so weiter und so fort. Darüber habe ich ja schon in einem anderen Webinar gesprochen. Und okay, deswegen keine Wiederholung, aber hier aktuell jetzt der Chrome-Browser. Und Sie sehen auf dieser Seite direkt eingeloggt. Wenn Sie sich also nicht ausloggen, wenn Sie eine Seite von uns benutzt haben, können Sie am nächsten Tag, wenn Sie dann wieder Ihren Computer starten, direkt auf die Seite gehen und Sie sind sofort aktiv dabei. Sie sehen hier, wenn ich mit der Maus auf den Button gehe, dann sagt das Sign out. Will ich natürlich nicht. Ich will ja eingeloggt bleiben. Diese Funktion ist allerdings nur zu empfehlen, wenn Sie eben mit Ihrem privaten Rechner zu Hause arbeiten, nicht wenn Sie irgendwo im Internetcafé, Hotel oder an anderen öffentlichen Stellen, Arbeitsplatz oder wie auch immer, unsere Seiten aufrufen. Dann sollten Sie im Nachgang tatsächlich hergehen, die Seite schließen, damit niemand hinterher noch in Ihren Daten und mit Ihren Daten arbeiten kann. So, Sie sehen hier oben Perfect News, das ist der Bereich, wo ich also aktuelle Informationen aus dem Perfect Internet Netzwerk angezeigt bekomme, Webinare etc. pp. Also ganz wichtig für mich persönlich zumindest. Hier habe ich mir zwei deutsche Zeitschriften hinterlegt, Focus und Spiegel, mit aktuellen Informationen und Nachrichten, die mir angezeigt werden. Und das Ganze vergrößert sich oder ergänzt sich noch durch die Links, die ich mir hier unten in der Box abgespeichert habe, die ich für meine tägliche Arbeit benötige, um darauf zurückgreifen zu können. Wie Sie sie dort abspeichern, geht ganz einfach. Sie gehen auf Profil und dann auf My Settings. So, und dann geht es hier unten auf deine Linksbox. Wenn Sie noch nicht hier oben die Sprache auf Deutsch umgestellt haben, dann steht da möglicherweise noch Your Linksbox, aber Perfect Internet ist also hier mit bestimmten Funktionen auch schon auf Deutsch verfügbar. Also wir klicken mal auf deine Linksbox und dann geht ein neues Fenster auf und dann sehe ich, habe ich hier die Möglichkeit, sechs verschiedene Boxen mit jeweils bis zu 14 Links anzulegen, denen ich eine Bezeichnung vorneweg zuordnen kann und natürlich den Link dahinter. Eine absolut geniale Geschichte, wenn Sie beispielsweise auf Reisen sind, unterwegs, Ihnen das Mobiltelefon ausfällt, weil der Akku leer ist, und Sie nirgends oder Sie dann im Hotel oder Internetcafé schnell auf eine Seite zugreifen wollen oder müssen, aber den genauen Weblink nicht wissen, beispielsweise für Online-Banking, um einen bestimmten Kontostand zu checken oder sonst dergleichen Dinge. Wenn Sie diese Links hier auf Perfect Internet hinterlegt haben, dann brauchen Sie sich eigentlich immer nur einen einzigen Link merken, nämlich Perfect Internet. Und dann haben Sie alle Ihre wichtigen Links immer an einer einzigen Stelle griffbereit für sich abrufbar. Und so gibt es dann eben hier, wie gesagt, insgesamt sechs verschiedene Boxen, die Sie sich anlegen können, am Ende speichern und wenn Sie zurückgehen wollen, einfach hier oben links auf My Perfect Internet klicken und Sie kommen wieder zurück in die Ausgangsseite, die so aussieht. Oder wenn Sie hier unten auf Links klicken, dann haben Sie sofort Ihre Boxen in der Übersicht. Das heißt, Sie haben also sofort die Möglichkeit, hier schon auf entsprechende Links zurückgreifen zu können. Das ist aber eine persönliche Einstellungssache, wie Sie es persönlich bevorzugen. Da gehe ich wieder zurück, weil ich bevorzuge also diese Startseite oder Ansicht von Perfect Internet wegen der Informationen, die ich auf der linken Seite hier oben finde. Und dann gehen wir gleich schon mal zur nächsten Seite, die ich für mich eben regelmäßig geöffnet habe. Das ist mein eigener
Blog. Dazu nutze ich WhatsApp. WhatsApp Community, ebenfalls ein Bestandteil von Perfect Internet oder Unicorn. Hier über diesen Bereich Community zum Beispiel aufrufbar. So, wieder zurück. Ich nutze den Blog also, weil er einfach unkompliziert im Handling ist, ohne komplizierte Dinge, die ich erst studieren und lesen muss, wie, wo, was, warum machen. Ich habe wenig Zeit, mich da regelmäßig drum zu kümmern. Für einfache Anwendungen, wie Sie sehen, kriegt man da auch schon schöne Bildchen rein und auch ein bisschen Gestaltung und so weiter und so fort. Nutze ich also einfach diesen Blog von Unicorn über die WhatsApp-Community, der ist kostenlos und für jedes Mitglied verfügbar. Das ist also mein zweiter Tab, mit dem ich eben täglich unterwegs bin. Dann nutze ich MyNewsWall. MyNewsWall, die Nachrichtenseite mit Nachrichten aus eben einem bestimmten Land, die ich mir ansehen möchte. Ich lebe in Ungarn, im westlichen Teil Ungarns, nicht weit von Österreich entfernt. Deswegen habe ich, obwohl ich Deutscher bin, mir hier die österreichischen Nachrichten voreingestellt, um sie mir anzuschauen und zu lesen. Aber ich kann natürlich mit einem Klick hier oben drauf zum Beispiel sehr schnell verändern. Select your country. So, dann suche ich D wie Deutschland. Zack. Klicken. Alle entsprechenden Kategorien übernehmen und Submit. Zack, bumm. So, jetzt bin ich auf der deutschen Seite. Hier sehen wir jetzt also, was in Deutschland an Nachrichten aktuell unterwegs ist und das natürlich über alle Kategorien. Oder wenn ich auch meine ungarischen Dinge mir ansehen möchte, die wichtig für Sie zu wissen, die Seiten sind natürlich immer in Landessprache. Also gehe ich auf Magyarország, wiederum alle Kategorien und schon mit einem Klick sehe ich also alles hier auf Ungarisch. Allerdings Chrome-Browser übersetzt sofort, deswegen habe ich jetzt da gerade Deutsch, aber gehen wir wieder zurück. So, bin ich in der ungarischen Variante und kann also hier alle Nachrichten aus und in Ungarn lesen auf Ungarisch. Wieder zurück. Select your country. Ich will jetzt wieder meine österreichische Seite haben. So, und zack. Zurück und ich bin wieder in Österreich. Und hier ganz wichtig. Für 10 gelesene Nachrichtenartikel, wenn Sie sie anklicken, gibt es also eine Belohnung in Form von Deal Points oder wahlweise natürlich auch Token, um zum Beispiel im Club entsprechend damit zu arbeiten. So, Surface bei Safecracker Club, der ist damit gemeint. Gehen wir in die nächste Seite rein. Nach der My News Wall ist für mich die nächste Seite WeShare Success, die ich immer öffne. Gerade nicht da unten, sondern machen wir es so rum. Und meine Affiliate-Zentrale, hier einfach wichtig, um zu sehen, was entwickelt sich in meinem Affiliate-Netzwerk. Hier auch im Affiliate-Area mit den Möglichkeiten der Kontrolle. Meine Display My Balances zum Beispiel, da sehe ich also eben alle meine Balancen angezeigt, um das zu überprüfen. Request Cash Out, also die Auszahlungsfunktion. Hier sind noch einige leere Felder, weil aktuell eben das erste Affiliate-Programm, das aktiv ist, ist Cashback Marketing. In Kürze kommen natürlich noch weitere hinzu. Einige sind hier schon aufgelistet, wie jetzt Happy Health, Pernem, E-Books, Shopit und so weiter und so fort. Wird sich also ergänzen. Und hier werden wir sicherlich auch nochmal eine separate, ein separates Video zu erstellen, um die einzelnen Funktionen dieser Seite noch etwas mehr zu verdeutlichen, wie Sie damit arbeiten können. Okay, so, Cashback Marketing hatten wir gerade angesprochen als Affiliate-Programm, ist natürlich mein nächstes Programm, weil wenn wir online unterwegs sind und wenn wir Affiliate-Marketer sind, dann gehört natürlich dazu, sein Geschäft täglich zu beobachten. Das heißt also, für mich ist es eine tägliche Verpflichtung, auf meine Seite zu schauen, um Veränderungen zu sehen, gegebenenfalls Fehler, Aktionen, Tätigkeiten, aktiv zu werden und, und. Das gehört einfach zu meiner täglichen Routine mit dazu. Doch was Sie natürlich auch hier sehen, das sieht im Moment so aus wie die Startseite. Aber am Türsymbol können Sie wiederum erkennen, ich bin
eingeloggt, weil wenn ich mit der Maus drüber gehe, sagt er, ich könnte mich maximal ausloggen. Und wenn ich dann das Menü anklicke, gehe ich auf Backoffice und dann bin ich auch sofort in meinem inneren Bereich von Cashback Marketing. Das heißt also auch hier kein extra Einloggen und kompliziertes Arbeiten mit Username, Passwort, One-Time-PIN entfällt alles, weil ich mich einfach nur oder einfach nur die Seite schließe, wenn ich den Computer ausschalte und damit der eingeloggte Zustand erhalten bleibt. So, Cashback Marketing, wir machen weiter mit Pörnum. Pörnum, also unsere persönliche Nummer. Hier ist meine persönliche Nummer, wer sie sich merken möchte, um sich mit mir via Pörnum zu verknüpfen und zu verbinden. Pörnum mit vielen, vielen Funktionen, die noch kommen werden. Aber hier natürlich erstmal nur die erste Funktion, die freigeschaltet ist, nämlich Pörnum Chat. Und hier logge ich mich dann auch nicht großartig ein, sondern weil ich eben eingeloggt war und mich nicht ausgeloggt habe, bin ich dann auch sofort im Pörnum-Chat aktiv und ein Klick, so, und dann bin ich also auch schon in den ersten Ansichten und Informationen dazu. Und eine Seite, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, da bin ich nicht regelmäßig eingeloggt, das kontrolliere ich alle 2 Tage. Das ist mein Jackpot Directory, also unsere kostenlose Lotto-Möglichkeit. Hier bin ich also heute auch schon drin gewesen, deswegen bin ich noch eingeloggt. Ich möchte Ihnen aber einmal den Login-Prozess zeigen, weil wenn Sie etwas länger ausgeloggt sind, dann ist das eine Seite, die, wenn Sie den Computer ausschalten, also nicht eingeloggt bleibt, sondern im Moment Sie noch ausloggt. Machen wir mal diesen Prozess, damit vielleicht der ein oder andere neue Zuschauer sieht, wie das bei uns funktioniert. Ich gebe also hier meinen Usernamen ein, mein Passwort und dann fragt er mich nach meinem One-Time-PIN. Der One-Time-PIN besteht aus 3 hier unten angezeigten Ziffern meines Master-PINs und der Master-PIN, der wird abgefragt, wenn Sie sich bei Unicorn oder auf irgendeiner anderen unserer Seiten registrieren. Wichtig ist, alle unsere Seiten haben die gleichen Zugangsdaten, also nicht immer wieder neu registrieren und anmelden müssen. Einmal registrieren, einmal festgelegte Zugangsdaten, einmal einen Master-PIN anlegen. Dieser Master-PIN ist aber sehr wichtig. Den sollten Sie sich also separat aufschreiben und abspeichern an einer sicheren Stelle, dass Sie jederzeit wieder Zugriff darauf haben, wenn Sie ihn mal vergessen haben sollten. Denn wenn Sie den Master-PIN verlieren, ist das kostenpflichtig, ihn zu ersetzen. Denn der Master-PIN ist sozusagen wie der Führerschein, den Sie haben, um Auto fahren zu dürfen. Der Master-PIN ist sozusagen Ihr Führerschein, Ihr Ausweis, Ihr Reisepass, um das Unicorn-Netzwerk zu nutzen. Ein zusätzliches Sicherheitsinstrument, damit zum Beispiel niemand Ihre Daten hacken kann oder Ihnen Geld stehlen kann. Denn selbst wenn jemand Usernamen von Ihnen kennt, das Passwort von Ihnen kennt, ohne Ihren Master-PIN kommt niemand auf Ihre Seiten. Deswegen geben Sie den nicht einfach an irgendwelche Leute heraus. Nehmen Sie auch nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder dergleichen, sondern nehmen Sie schon etwas, was etwas komplizierter ist in der Ziffernfolge. Auch nicht 6 mal die 1 oder 2 und dergleichen Dinge, weil das ist alles sehr leicht herausfindbar und böse Menschen können da also sehr schnell hinterkommen, wenn Sie einen solchen einfachen Master-PIN nehmen. Nehmen Sie einen, auch nicht Ihr Geburtsdatum, was alle Menschen oder viele Menschen von Ihnen kennen, weil das ist ebenfalls wieder nachvollziehbar, sondern nehmen Sie eine völlig neue, bisher nicht verwendete Zahlenkombination und speichern Sie sich diese separat ab, schreiben Sie sich die auf, damit sie nicht verloren geht. Und dann machen wir jetzt mal hier, sagt er möchte jetzt von mir die 4. Ziffer meines Master-PINs haben. So, dann die 3. Ziffer und die 2. Ziffer. Wenn ich das jetzt alles richtig eingegeben habe, sollte. Ups, okay, Passwort sagt. Also der PIN stimmt, aber das Passwort hat jetzt irgendwie nicht gepasst, denn der. Nein, Passwort passt vielleicht. Mein Username passt nicht. Machen wir nochmal okay. Und das sieht gut aus. Da oben haben wir jetzt Success stehen, also Erfolg. Und loggt mich ein. Und ich gucke mir
Jackpot Directory von innen an. Last Winners, mal gucken, habe ich gewonnen? Nein, ich habe nicht gewonnen. Okay, kann nicht jedes Mal funktionieren. Ich habe aber links schon gewonnen. Also definitiv regelmäßig teilnehmen führt dazu, dass man gewinnt. Deal Points oder auch Bargeldgewinne bei höheren Summen. Deal Points nehme ich aber trotzdem auch sehr gerne, weil ich damit kostenlos in unserem Free Shopping Club einkaufen kann. Schauen wir nach, ob es neue Spiele gibt, bei denen ich mich registrieren müsste. Das ist auch nicht der Fall. Denn wären hier neue Spiele, wo ich noch nicht registriert bin, dann hätten wir hier oben diese Balken in grün. Aber die sind beide in rot. Heißt also, wenn ich jetzt mal hier draufklicke, auch damit Sie es sehen, dann sagt er mir hier unten already registered, also bereits registriert. Ich muss nichts machen, alles ist gut. Ich kann dann sagen Tschüss und gehe jetzt mal einfach hier aus der Seite wieder raus und mache sie zu. Fertig. Das ist in einem kurzen Überblick für Sie. Nein, eine Sache, bevor ich jetzt beende, möchte ich Ihnen noch zeigen, nämlich unsere Suchmaschine. Perfect Search. Deswegen sind ja auch ganz viele Menschen zu uns gekommen, weil Perfect Search Ihnen eben garantiert, dass Ihre Daten nicht abgespeichert werden, was Sie gesucht haben, wann Sie gesucht haben und dergleichen mehr, wie das ja Google kontinuierlich macht, um Ihre Daten dann weiterzuverkaufen und weiterzugeben, um dann im nächsten Schritt auf irgendwelchen Seiten sehen Sie dann eben irgendwelche Banner zu suchen, Artikel suchen zum Beispiel, die Sie vorher in der Vergangenheit gemacht haben. Sie haben Schuhe gesucht, also werden Ihnen Schuhe Banner mit Schuhangeboten eingeblendet. Sie haben Fotokameras gesucht, also werden Ihnen Banner für Fotokameras eingeblendet, weil man eben von Ihnen ein anonymes Profil im Hintergrund bei Google erstellt. Mit jeder einzelnen Suche werden Sie also gläserner, durchsichtiger und man erfährt mehr über, für was Sie sich interessieren. Alles das haben wir mit unserer Perfect Search nicht, denn unsere Perfect Search, wir nehmen jetzt mal diesen Link hier, ist unsere Suchmaschine, die Ihnen Google Qualitätsergebnisse liefert, aber keine Daten abspeichert. Das ist also ganz, ganz wichtig und entscheidend zu wissen, dass Sie hier anonym suchen können und sogar auch noch belohnt werden, wie beim Lesen der Newsartikel, werden Sie also hier belohnt, wenn Sie unsere Suchmaschine benutzen und tägliche Suchen über Perfect Search durchführen. Ich habe heute schon zweimal gesucht, deswegen steht da jetzt, ich brauche nur noch achtmal suchen, um dann die nächste Belohnung zu erhalten. Zu zeigen, wie es funktioniert, nehmen wir einfach mal Budapest als Stadt, die ich suche. Ich kann jetzt suchen nach Videos, nach Bildern oder ich sage, na, okay, suchen wir heute jetzt mal nach Bildern für Budapest. Und dann gehe ich hier drauf und zack, bumm, komme ich in den Bereich. So, jetzt sehe ich also hier ganz viele tolle Bilder über unsere Landeshauptstadt in Ungarn, Budapest. Und das Gleiche könnte ich jetzt mit Videos machen oder natürlich auch mit Webseiten zum Thema Budapest. Und Sie sehen jetzt hier, ich habe eine weitere Suche getätigt und schon sagt er mir, ich brauche nicht mehr acht, sondern nur noch sieben Mal zu suchen. Und so geht das dann also Stück für Stück weiter. Das wäre jetzt der Punkt, wenn Sie unsere Suchmaschine direkt über den Link Perfect Search nutzen. Aber nehmen wir mal an, als Beispiel, Sie sind im Affiliate Center und möchten gerade etwas ganz Spezielles suchen, weil irgendwie jemand Sie etwas gefragt hat oder Sie selber, Ihnen fällt gerade ein, ich brauche dies oder jenes. Klicken Sie einfach auf das Lupensymbol, was Sie auf der Seite haben, und schon sind Sie in unserer Perfect Search Web Search. Sie sehen, dieser Teil hier, Searchbox, ist jetzt, wir waren auf Visual Success, identisch hier. Und er sagt auch hier natürlich sieben Suchen. Also ich bin eingeloggt, alles ist gut. Er erkennt, dass ich da bin und schon da gewesen bin. Und jetzt will ich beispielsweise zu meiner Geburtsstadt was herausfinden. Und dann gebe ich also ein Dortmund und sage, so, Webseiten möchte ich mir anzeigen lassen. Und geht neuer Tab auf. Und schon kann ich mir hier anzeigen lassen, was ich gegebenenfalls zu oder über Dortmund suche. Und dann sehen wir sofort, ich bin schon wieder ein Stückchen näher an meine nächste Belohnung herangekommen. Ich brauche nur noch sechsmal zu suchen, um belohnt zu werden. Das ist Perfect Search, die sichere Suchmaschine. Unser Partner dazu ist Startpage, die also schon seit langem diese Suche, die anonyme Suche anbieten mit Google Qualitätsergebnissen. Nur wenn Sie Startpage direkt benutzen, dann gibt es keine Vergütung. Das heißt also, Ihnen gehen Vorteile verloren. Nutzen Sie deshalb also immer die
Perfect Search des Unicorn-Netzwerks. Und ganz wichtig, nutzen Sie als Suchbox immer die Box auf unserem Part der Seite. Denn wenn Sie jetzt hier in diesem Fenster suchen würden, dann gibt es keine Belohnung. Wenn Sie jetzt den nächsten Artikel suchen oder etwas Besonderes suchen, dann sollten Sie also nicht hier die so neue Suche eingeben, sondern immer hier oben in der Searchbox, in der Suchbox. Das sorgt dafür, dass Ihnen eben hier angezeigt wird, dass Sie Ihrer Belohnung ein Stück näher kommen, sprich Dealpoint oder Token für den Safe Cracker Club, um den Tresor mit 100.000 Dollar zu knacken. Das ist der Vorteil, der eben mit uns bei dieser Suchmaschine verbunden ist. So, das soll es jetzt für heute aber gewesen sein. Damit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zu unserem nächsten Video wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Unicorn. Wenn Sie Fragen haben, Sie wissen, wie Sie mich erreichen. Bis dahin. Tschüss.